Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu Satisfactory. Ich will mal ein kleines Guide-Video machen für die ersten Schritte im Spiel, was ja relativ komplex ist und von daher möchte ich euch den Einstieg etwas erleichtern. Ich finde es gerade total genial. Wir sind hier gelandet im nördlichen Wald, so nennt sich dieses Biom hier. Letzten Endes ist es relativ egal, welches Biom ihr wählt. Ihr habt immer recht gute Anfangsbedingungen. Mir hat der nördliche Wald ganz gut gefallen, da sehr häufig die Ressourcenspots hier nah beieinander liegen. Und schaut mal, wer da kommt. Wir werden gleich begrüßt. Schau mal. Hallo. Ja? Brauchst keine Angst haben. Oh, die sind so süß. Das weiß ich noch nicht, wie man die zähmt. Das sind diese Lizard Doggos, ja, die kleinen Haustierchen, die man sich hier so zähmen kann. Aber die sind halt sehr ängstlich und wenn man sich ihnen nähert, hauen sie ab. Und wahrscheinlich muss man sie irgendwie füttern. Aber ich habe ja noch nichts. Bin ja gerade erst gelandet. Mann, oh, ach wie toll. Ich würde jetzt am liebsten... Mann. Gut. Also, wenn ihr gelandet seid, das Erste, was ihr machen müsst... demontieren. Ihr drückt F und dann die linke Maustaste auf euren Pod, mit dem ihr gelandet seid. Second objective. Please ensure you have your Fixit incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Vielleicht muss man ihn auch nur einfach oft genug streicheln und hinterherlaufen, dass er dann irgendwann merkt, man will nichts Böses. Keine Ahnung, den werden wir uns auch noch widmen. Jetzt geht es wirklich erstmal um die ersten Schritte. Ihr habt das Ding dismantelt und jetzt sollte es darum gehen, dass ihr hier euch zum einen ja, den Britzer schnappt. Ja, ganz wichtig für großböse Alien, die sind nett. Please ja. Familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So ist es. Also, diese großen Aliens, vor denen braucht ihr keine Angst haben. Es laufen allerdings hier so ein paar Katzenartige rum. Vor denen solltet ihr euch in Acht nehmen. Solltet ihr von Aliens angegriffen werden, achtet so ein bisschen drauf, wie die angreifen. Manche speien Feuer oder spucken Feuer. Andere rasen dann so mit einer Charge Attack auf euch zu. Da einfach mal so ein bisschen drauf achten und dann entsprechend ausweichen, drüber springen oder dergleichen und dann britzen. Ja? So, dann kriegt man die eigentlich relativ gut klein. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir ein paar Ressourcen finden. Dafür drücken wir einfach C. Und dann schauen wir mal. Eisen haben wir so in diese Richtung. Oben auf dem Kompass sehen wir das. Also Eisenspots sind sehr weit entfernt. Insofern laufen wir jetzt einfach mal in eine gewisse Richtung, suchen uns irgendeinen aus und hoffen dann, dass wir dort auch beim Eisen ankommen. So, und wenn man dann in der Nähe dieses Eisenspots ist, dann findet man meistens eben zum einen diese Fläche, die eindeutig in dieser Ressource eingefärbt ist, vor und eben einen großen Brocken in der Mitte. Ja, und den zerlegt man in wunderschöner We Will Rock You Melody. Note: To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution: Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Genau, das Hub soll man in der Nähe dieser Eisenressourcen aufbauen. Allerdings ist zunächst einmal hauptsächlich wichtig, ihr könnt ruhig da ein bisschen mehr rausnehmen, ihr werdet relativ viel Eisen gleich brauchen. Insofern ruhig ein bisschen drauf rumhämmern und diese wunderschöne Melodie genießen. Da kommt so ein Alien, guck mal. Wie ich gesagt habe, die chargen dann so und entsprechend muss man sich da ein bisschen in Acht nehmen. Wunderbar, haben wir jetzt auch mal einen Kampf. Feuer! So, und dann sind die auch relativ schnell Geschichte. Man kann meistens einen Carapax einsammeln. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade schon. Ach nee, da hinten liegt er. So, den kann man später für Forschungszwecke benutzen. Momentan einfach erstmal einlagern, mitnehmen. Ist unwichtig. So, also ein bisschen davon rausholen und dann das Hub bauen. Am besten an einer Stelle, wie gesagt wurde, in der Nähe vom Eisen. Aber es bringt nichts, das jetzt direkt daneben zu klatschen. Ein bisschen Platz macht durchaus Sinn. Und wir haben später Förderbänder, die wir bauen können, um Ressourcen von A nach B zu bringen. Was besonders schön ist, wenn man mehrere Ressourcen an einem Punkt hat. Das heißt also hier ruhig nochmal scannen.
Da ist also noch weiteres Eisen direkt vor uns. Da hinten haben wir nochmal ein 160, 180 Metern Eisen. Hier ist nochmal ein Eisen. Also mehr als genug. Da haben wir einen schönen See, ist eine schöne Lage und hier haben wir eine schöne Fläche. Hier haben wir auch in unserem Livestream gebaut. Also, das Wichtigste ist zunächst einmal Platz. Möglichst eben, nicht so viele Berge im Weg oder dergleichen. Und dann könnt ihr da relativ easy euer hinbauen. Mit dem Mausrad dreht ihr das. Also Q ist das Baumenü, auswählen. Mit dem Mausrad dreht ihr dann, wie ihr das haben möchtet. Und platziert es dann anschließend mit einem Linksklick und habt euer... Und damit die ersten Möglichkeiten, Sachen zu bauen. Hub Feature, Manual Craft Bench. Hub Feature, Hub Terminal. Ich feiere einfach immer, wie schön das hier aussieht auf dem Planeten. Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Genau. So, wir haben zwei sehr wichtige Sachen. Das eine ist die Werkbank, da stellen wir dann gleich die ersten Gegenstände her. Und das andere, und das ist jetzt das erstwichtige, wir haben hier ein Hub-Terminal und in diesem Hub-Terminal können wir die verschiedenen Stufen, die Tiers sozusagen hier auswählen. Ihr seht, es gibt mehrere, die noch geschlossen sind. Wir müssen uns innerhalb dieses ersten Schrittes, der ersten Stufe 0, erst hier durcharbeiten, bevor wir dann die nächsten freischalten. Später wird das Ganze freier, da gibt es dann immer wieder Bedingungen, um eben die nächste Stufe dann freizuschalten. Aber jetzt fürs Erste müssen wir uns einmal durcharbeiten. Und dann durch diese Upgrades schalten wir neue Rezepte frei, die sehen wir dann hier unten, die wir anschließend bauen können. Oder wo wir dann beispielsweise in dem Fall nach Kupfererz und dergleichen dann suchen können. Also, im ersten bekommen wir dann eine Werkbank, Ausrüstungswerkstatt und Schmelzerei als Rezept. Das ist natürlich wichtig. So, also, unten sehen wir die Kosten. Habe ich jetzt mal ausgewählt. Wir müssen 10 Eisenstangen herstellen und das geht hier... ganz einfach an der Werkbank, indem wir das Eisen, was wir gerade abgebaut haben, einfach komplett Maustaste gedrückt halten, hier unten fertigen. Ihr seht da bei der Taste, wo ich drauf drücke und wo gefertigt wird, die färbt sich immer gelber. Es sieht nach Hitzeentwicklung aus. Momentan gibt es noch keinen Hitzestopp scheinbar. Also zumindest ist mir das bisher noch nicht begegnet. Ich konnte quasi endlos bauen. Ja, jetzt fängt das schon an zu zittern. Gut möglich, dass das später reingepatcht wird. Also nicht wundern, falls ihr irgendwann in Monaten diesen Guide hier seht und sagt, das geht doch gar nicht. Könnte sein, dass das natürlich noch verändert wird und das Ding jetzt hier in dem Moment zum Beispiel überhitzt, weil es glüht wie Sau und dann nicht mehr benutzt werden kann. So, also das hätten wir jetzt und dann machen wir die besagten Eisenstangen. 10 Stück erstmal. Können wir auch noch gerade ein paar mehr machen, wir brauchen. So, und wenn wir schon gerade dabei sind, auch einfach direkt so ein paar Platten noch mit hergestellt. So. Fertig. Ich war ein bisschen geizig, was das Abbauen da oben betrifft, weil ich jetzt im Guide schnell vorankommen wollte. Es macht durchaus Sinn, nochmal die locker doppelte Menge oder dergleichen oben an Eisen abzubauen. Das hole ich dann gleich nach. Wir machen hier ja kleine Cuts. Mit Shift-Linksklick. Ladet ihr das direkt rein, ihr müsst nicht also reinziehen, Shift und Linksklick, dann ist Schnelltransfer und dann Hub verbessern, während die Zecke auf vier Beinen an uns vorbeiläuft. Die sehen so echt widerlich aus, die Viecher. So, und dann haben wir das schon freigeschaltet. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Generator, Hub Feature Personal Storage, Scanner Feature Copper. So. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Alles, was ihr jetzt nicht braucht, dazu gehört momentan. Objective. Hub upgrade, construction. Ja, connect buildings. Ich mache hier den Guide nicht, du! Alles, was ihr jetzt nicht direkt braucht, könnt ihr direkt in eure persönliche Kiste schmeißen. So. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. So, und jetzt geht es eben darum, dass wir tatsächlich zum einen jetzt nach Kupfer suchen können, indem wir C gedrückt halten, können wir jetzt nicht mehr einfach nur nach Eisen suchen wie zuvor, sondern auch nach Kupfer, C einfach loslassen und in dem Moment scannt er dann das Ausgewählte, ihr müsst nicht nochmal klicken oder so. Und dann sehen wir schon, wo und ob hier Kupfer in der Nähe ist, nämlich ganz in der Nähe, dort hinten im Eck. Das ist also auch wichtig, dass man dann diese Ressourcen, die Sekundärressourcen sozusagen, eben auch noch nach Möglichkeit in der Nähe hat. Das nächste ist, dass wir dann jetzt einen Portable Miner bauen können und dort
errichten können. Das ist hier in der Werkbank dann zu erledigen. Da müssen wir so ein paar Sachen vorbereiten, um dann anschließend an einem Arbeitsplatz diesen Portable Miner bauen zu können. Und den brauchen wir jetzt erstmal. Sprich, die Ausrüstungswerkbank. Darum haben wir schon ein paar Stangen und ein paar Platten vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet eben, ja. Und dann bauen wir uns hier die Ausrüstungswerkbank hin. Die ist sogar richtig rum. Und wupp, klatschen wir hier einfach direkt dran. So, und da sehen wir dann, wenn wir reinschauen, diesen mobilen Minator, ja, Portable Miner. Und da brauchen wir dann jetzt schon die Kupferressourcen für. Und entsprechend geht es jetzt darum, dass wir diese Kupferressourcen eben abbauen gehen und erforschen gehen. Und das werde ich jetzt mal machen. Wir werden jetzt also gleich mal rübergehen. Wo war der? Da drüben irgendwo. Genau, da ist Kupfer. Da läuft aber auch irgendwas. Dann müssen wir gleich wieder britzen. Und dann werde ich das Kupfer abbauen. Und dann sehen wir uns da gleich wieder, wenn ich den verpritzt habe. So, da war ich jetzt also fleißig ein bisschen im Hintergrund, habe ein bisschen Kupfer abgebaut, wir haben Eisen abgebaut und dann habe ich aus eben diesen Sachen Kupferbarren, Eisenbarren gemacht und daraus dann Kupferdraht direkt, ja. Und aus dem Kupferdraht kann man dann direkt hier ein bisschen Kabel herstellen, sodass man von allen Ressourcen, die man hier so direkt bauen kann, ein paar auf Lager haben und auch noch ein paar auf Reserve, die wir bauen können, zumindest hier bei den Eisenplatten und Stangen. Und jetzt kommt der erste wichtige Schritt. Wir bauen uns deren drei. Ich hoffe, das klappt. Ja. Ich muss gucken, ob ich genug Ressourcen habe. Wir bauen uns deren drei von diesen Minenrobotern. Ja, von diesen Minendingern hier. Ja. Einmal, zweimal, dreimal an der Ausrüstungswerkbank, die wir eben da jetzt eben gebaut hatten. So. Den Rest an Ressourcen nehmen wir direkt, um das nächste Tier-Update zu nehmen, denn das ist wirklich relativ wichtig, das nächste Stufen-Upgrade, das ist hier direkt zu sehen. Ihr könnt auch immer erstmal eine Vorschau euch hier gönnen, ihr könnt euch die schon anschauen, was dann eben hier in den nächsten Stufen kommt, sodass ihr abschätzen könnt, wie viel wert es ist, das jetzt eben zu machen. Und diese nächsten beiden sollte man noch nach Möglichkeit relativ schnell mitnehmen. Also, die Sachen haben wir jetzt nämlich direkt schon gebaut. Wir brauchen 10 Eisenplatten, 10 Stangen und nur 50 von diesen Drähten. Das ist wirklich ratzfatz aus der Tasche gebaut. Und das nehmen wir jetzt einfach direkt mit. Schieben das wieder rein mit Shift-Linksklick, Draht, Platte, Dat, alles drin. Und schicken den Onkel los. So, und dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, auch Beton herzustellen. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective, hub upgrade, conveyor belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Das ist genau jetzt nämlich der Punkt, wenn wir die ersten Maschinen errichten wollen. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Wenn wir die ersten Strommasten erstellen wollen und damit dann unsere ersten Maschinen, die wir aufbauen, versorgen wollen, brauchen wir Beton und das eben müssen wir dann gleich finden. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Eisen. Wenn man es nicht mehr weiß, wo es ist, einfach nochmal nachscannen. Nächster Eisenspot, 76 Meter in die Richtung oder aber einfach hier direkt vor der Nase. Ja, so und dort gehen wir jetzt hin, drücken nicht Q, sondern Tab. Gerade mal vorbeigehauen mit dem Wurstfinger. Nehmen unseren Roboter in die Hand, den wir gerade gebaut haben und drücken einfach Linksklick hier drauf und fortan guckt er sich kurz um und bohrt für uns Zeug raus. So, das machen wir hier beim Eisen. Darum haben wir drei gebaut, denn die anderen Ressourcen wollen wir auch. Das machen wir dann, nochmal beim Kupfer. Das war da drüben irgendwo. Glaube ich. Genau, das war da oben. Da lassen wir den anderen Onkel fallen und dann bohrt er dort für uns. Und selbstverständlich wollen wir dann auch noch Kalkstein für Beton haben. Und danach scannen wir dann jetzt. Das haben wir jetzt durch das Aufwerten in die nächste Stufe jetzt eben dazu bekommen. Und ich meine schon zu wissen, wo es ist. Das war hier ganz in der Nähe. So. Wenn ihr solche komischen Pflanzen seht, mitnehmen. This consumable possesses minor healing properties.
Further analysis required to establish object scanner identification. Später kann man forschen. Wenn ihr irgendetwas Eigenartiges seht, am besten auch noch, wenn es irgendwie leuchtet und es gibt so Schnecken, die rumlaufen, mitnehmen. Ja? Mitnehmen, später kann man daraus forschen und dann bekommt man interessante Blueprints nach und nach noch freigeschaltet. Also immer schön einsacken, wenn ihr irgendwie durch Grünzeug und Gebüsch lauft. Einsacken brauchen wir gleich fürs Verheizen. Also wenn ihr jetzt hier in der Gegend rumlauft, hier beispielsweise, ist alles so schön markiert. Das ganze Grün. Scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Da kriegt man dann auch immer Erklärungstexte, wenn eben weitere Möglichkeiten zur Forschung damit gegeben sind. So, und jetzt haben wir unseren dritten Botti und den klatschen wir hier hin. Und dann haben wir drei Spots, die fortan automatisch abgebaut werden und uns die wichtigsten Ressourcen, die wir brauchen, liefern. Und ich krieg Nebel. Erste Mal in diesem Spiel. Das kenne ich noch gar nicht. Wie cool. Wenn die fertig sind, ja, seht ihr das, indem sie keine Funken mehr sprühen, dann sind sie voll. Dann kann man hier 100 Eisen rausnehmen und sie fangen wieder an abzubauen. Dasselbe können wir jetzt wahrscheinlich schon drüben beim Kupfer machen. Und so kriegt man jetzt am Anfang schon relativ schnell Ressourcen, um daraus dann gleich wieder ein paar Eisenstangen und dergleichen zu bauen. Und dann die ersten Geräte zusammen zu zimmern. Und das schauen wir uns dann gleich an, inklusive der Stromversorgung, die nötig ist. Sammelt unterwegs die Büsche ein, das so als Tipp, wenn ihr da umherlauft. Und dann haben wir bald genug von allem. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis wir ordentlich Beton haben. Und dann schauen wir gleich mal, wie wir die ersten Maschinen zum Laufen bringen. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Sachen beisammen. Habe nochmal fleißig hier Materialien eingeschmolzen und verarbeitet. Wir brauchen jetzt zuallererst verstärkte Eisenplatten. Davon zunächst einmal zwei Stück. Diese verstärkten Eisenplatten stellt man aus den normalen Platten her und Schrauben. Schrauben wiederum aus den Stangen. Also alles, was wir schon haben, im Grunde genommen. Erstmal ein paar Schrauben hergestellt. 24 Stück für eine Platte, wobei man bedenken muss, dass man 6 Schrauben aus einer Stange herstellt. Immer diese Anzahlen hier unten entsprechend dabei beachten. Jetzt stellen wir also mal 2 von diesen Platten her und werten nochmal eine Stufe auf. Das Hub-Upgrade Nummer 3, das liefert uns nämlich Fundamente, die man jetzt für die Fabrik doch ganz gut gebrauchen kann, wenn man das gleich richtig und ordentlich bauen möchte. Zudem können wir später dann die Biomasse herstellen. Die ist auch relativ wichtig. In diesem Fall dürfte die aus Holz herstellbar sein, sodass wir unsere Kraftwerke auch befeuern können. Und wir kriegen Inventory-Plätze dazu, die immer dankbar genommen werden können. Die sind auch wieder nicht so teuer, das Schwerste sind 75 Eisenplatten, kriegt man aber, wie man ja sieht, doch relativ gut noch beisammen. Ja? So, also rein damit, die 2 Platten, die wir gerade gebaut haben, die Eisenplatten, ein bisschen Beton, den man einfach aus dem Kalkstein da zusammenzimmert und ein paar von den Drähten und los geht's. Und so langsam sieht das Ganze doch schon auch nach einer kleinen, schönen Hütte aus. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Wir haben jetzt hier hinten Strom. Upgrade, additional power, advice. Das ist das Wichtigste. Construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. So. Und jetzt können wir hoffentlich relativ bald, ich gehe jetzt nochmal Eisen holen, weil es könnte sein, dass wir gleich Eisenplatten nachbauen müssen. Sind ja einige weggegangen. Hier schnappe ich mir mal wieder was raus. Der soll ja auch nicht leer laufen hier. Und dann können wir jetzt an die erste Fabrik gehen, an die erste Automatisierung. Und das macht dann richtig Laune, kann ich jetzt schon mal sagen. Also, bedenkt, später brauchen wir Platz hier rings um diesen Eisenspot. Denn später wird hier natürlich ein Bohrturm stehen, der das völlig automatisch macht mit einem Förderband zu einer Schmelze und von der Schmelze zu einem zur Produktionseinheit diese Waren transportiert. Das heißt, hier Platz einplanen, hier Platz lassen, nicht zupflastern diesen Spot. Hier kommt ein großer Bohrturm hin. Das braucht Freiraum. Entsprechend setzen wir dann unsere Fundamente so ein bisschen abseits, sodass wir das nicht blockieren. Fundamente bauen wir natürlich auch über Q hier in diesem Bereich und dort haben wir verschiedene Größen, je nachdem welche Höhen wir überbrücken müssen. Beginnen tun wir allerdings mit den kleineren erstmal, sodass wir das hier jetzt erstmal anpeilen an der Stelle, wo wir sind.
Wir können die wieder drehen, wie wir das uns hier wünschen. Und dann platzieren wir die mal. Ein bisschen Platz lassen. So, denke ich. Ist jetzt auch nur für ein Tutorial, ja, wenn man jetzt das Ganze richtig plant und dergleichen, kann man sich da natürlich noch mehr Gedanken machen. So, hier haben wir ein bisschen mehr Höhe. Hier haben wir ein bisschen mehr Höhe zu überbrücken. Sorry. So, dann nehmen wir dann die großen. Zack und zack. Und wir können die auch, wahrscheinlich sehen wir das jetzt hier, schweben lassen. Das kann ich hier mal... Schweben sie schon? Nee, noch nicht. Aber das wäre kein Problem. Also da sagt die Statik nicht nein. Für die Überbrückung von solchen Höhenunterschieden hier gibt es auch Rampen. Die können wir hier hinsetzen. Zack. Und zack. Unten ans Ende der Rampen snappt leider nichts dran. Ja, also hier vorne direkt davor snappt nichts. Aber es snappt drunter, wenn die mal schweben, die Rampen. Dann kann man da eine hinsetzen, kriegt dadurch einen Behelfspunkt. Und jetzt das Allerwichtigste, wenn man die Taste F drückt, wie am Anfang beim Dismanteln der Kapsel, mit der man gelandet ist. Ja, F drücken, linke Maustaste, kann man alles, was man gebaut hat, wieder abreißen und bekommt die Ressourcen zurück. So können wir dann jetzt hier sagen, wir bauen noch ein weiteres Fundament hier dran, beispielsweise in Richtung unseres Hub-Hauptgebäudes. So, wenn wir das dann jetzt haben, ich hole mal das Eisen hier wieder raus. Dann können wir hier die ersten Gebäude drauf errichten. Und das erste und wichtigste ist selbstverständlich die Schmelze. Hier haben wir Eisen und hier oben haben wir Eisen. Das heißt also, die Schmelze ist hier relativ zentral dazwischen gepackt. Das ist eine sehr schöne Sache. Ein bisschen Platz gelassen hier zu diesem zukünftigen Bohrturm. Bauen wir dann die Schmelze einfach mal hier hin. Unter Produktion Schmelze. So, und da sehen wir jetzt eigentlich selbsterklärend, einen Eingang, rechts orange mit den Pfeilen rein und einen Ausgang, links grün, blau, türkis, wie auch immer, mit den Pfeilen raus. Dort also kommen die Waren raus, während rechts Rohstoffe oder Zwischenprodukte, hier in dem Fall sind es Rohstoffe, reinkommen. So, links klicken, bauen, fertig. Die Kosten sind relativ überschaubar mit 5 von den Stangen und 8 von den Drähten. Hier haben wir jetzt noch keinen Eingang. Aber einen Ausgang können wir schon mal haben. Ja, das müssen wir noch manuell befüllen, die Schmelze jetzt also, solange wir noch keinen Förderturm haben. Aber es gibt einen Ausgang und da brauchen wir einen Konstruktor für. Der Konstruktor braucht auch 3, wir können das hier nochmal uns anschauen, 3 dieser verstärkten Platten, die wir eben schon gebaut haben. Dazu 2 von diesen Kupferdrähten. Also nichts total Kompliziertes, nur 3 dieser Platten sind ein bisschen komplizierter. Achtet darauf, dass jetzt hier also orange an grün anhängt, ne? Wenn da kommt die Eisenbahn, da kommen die Eisenbahnen raus, die wir hier dann im Konstruktor später brauchen. Wenn ihr das einander ausrichten wollt, könnt ihr euch auch hier hinstellen zwischen die beiden Geräte und ihr seht jetzt die grünen Pfeile oder die grünen Linien. Das heißt, dort in diesem Fall sind die in einer Linie. Das Förderband, welches wir dann anschließend dort anstöpseln können, wäre also gerade. So. Machen wir. Und dann drücken wir einfach nur noch die Maustaste, nicht die Maustaste, dann drücken wir einfach nur noch die Taste 3 und können Förderbänder bauen. Die brauchen Platten. Snappt sofort da dran. Snappt auch hier dran. Klicken, klicken. Fertig. Wird's gebaut. Und dann haben wir unsere erste halbautomatische Produktion. Eigentlich relativ simpel. Die braucht jetzt noch Strom. Und um den kümmern wir uns jetzt. Da wird's nochmal interessant. Für Strom... Ihr könnt dort alles verbrennen, was ihr hier so an biologischen Sachen findet. Auch theoretisch hier diese Blütenblätter könnt ihr dort verbrennen. Interessanter ist es allerdings, wenn ihr an die Werkbank geht und aus den Blättern und aus dem Holz, welches ihr findet, Biomasse herstellt. Ich habe jetzt nur Blätter im Inventar. Ich habe auch schon ein bisschen vorbereitet, wie ihr seht. Dort könnt ihr dann die Biomasse herstellen und mit dieser gehen wir dann hier rüber und befüllen unseren Onkel. Shift-Links-Klick und dann läuft hier direkt das Kraftwerk los. So, jetzt noch eine wichtige Sache. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen Beton brauchen. Insofern laufen wir kurz darüber und holen das. Unterwegs eigentlich immer, habe ich jetzt nicht gemacht, diese Blätter einsammeln. Ihr braucht davon zukünftig relativ viele. So, dann machen wir uns noch mal ein bisschen Beton. Viel braucht man nicht, aber so eine Handvoll ist immer ganz gut.
Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den Strom da hochbekommen. Dazu gibt es unten die Tasten 1 und 2. Ich empfehle einfach mit der 2 zu arbeiten. Das ist die Stromleitung. Wenn ihr jetzt auf das Kraftwerk geht, dann ist das blau hinterlegt. Ihr könnt dort eine Stromleitung mit einem Klick anschließen. Anschließend könnt ihr diese Stromleitung entweder direkt hier zum nächsten Gebäude ziehen und dann ist das dran. Allerdings könnt ihr nicht von Gebäude zu Gebäude spannen. Nur Masten können das. Das heißt, wir ziehen jetzt erst einmal einen Mast dort hoch. Hier werden wir später auch noch Strom brauchen. Insofern ist der ganz gut angelegt, wenn wir den hier erstmal so daneben bauen. An einen Masten können nur 4 der Stromleitungen angeschlossen werden. Das heißt, später werdet ihr immer wieder dazu gezwungen sein, zusätzliche Masten zu bauen und den Strom umzuverteilen, da eben nur maximal 4 angeschlossen werden können. So, jetzt haben beide Strom. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch dahergehen und sagen, zack, wir nehmen uns das Eisen raus. Wir gehen hierher, wählen Eisenbarren als Rezept und schmeißen Eisenerz da rein. Und schon wird geschmolzen. Und hier gehen wir her und sagen, ich möchte Eisenplatten. Eure erste Produktion läuft. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist so der Moment, wo man irgendwie so richtig stolz wird. Und wenn man dann später diese Produktion noch miteinander verbindet und Lager errichtet und dann lauter tausende Förderbänder hat, dann wird es richtig cool. Das sind die ersten Schritte in Satisfactory. Diesen Schritt könnt ihr jetzt hier im Grunde genommen wiederholen und drüben eure Kupfermine auch mit eben einer solchen Produktion, also sprich eine Schmelze und eine kupferverarbeitende Maschine machen. Und ihr könnt das Ganze auch beim Beton machen. Allerdings ist dort keine Schmelze nötig, sondern im Grunde genommen braucht ihr nur noch eine Maschine hier unten oder sonst irgendwo aufzustellen, die euch dann aus dem Zeug, was ihr reinwirft, nämlich dem Kalk, direkt Beton erstellt. Und dann habt ihr die Sachen schon mal alle automatisiert. Und da wir hier oben auch noch eine weitere Mine haben, können wir hier daneben das auch noch duplizieren. Also hier direkt daneben nochmal eine Schmelze und nochmal eine Produktionseinheit gestellt. Und dann haben wir auch noch neben den Platten eine Produktion für die Stangen. Und dann haben wir alle Zwischenprodukte sozusagen, wie so Kupferdraht, Beton, Stangen und Platten in der Produktion und können viel einfacher dann die weiteren Produkte herstellen, um hier weiter zu forschen. Also, das waren die ersten Schritte. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bei Fragen einfach unten die Kommentare nutzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten sei der Hinweis an dieser Stelle gegeben, wir werden sehr häufig Satisfactory live streamen auf twitch.tv/koyaletsplay. Lasst dort einfach einen Follow da, dann verpasst ihr nichts. Oder schaut auf unserem Discord vorbei. discord.gg/koya. Über 2500 mehr oder weniger bekloppte Dodos haben sich dort bereits eingefunden. Und dort sind dann auch immer alle Informationen zu neuen Videos, zu neuen Streams oder was sonst so passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.